Hallo meine Freunde der Märchenwelt. Heute lese ich euch ein Märchen aus Dänemark vor, von unserem allseits beliebten Hans Christian Andersen. Und das Märchen heißt Der Hofhahn und der Wetterhahn. Es waren zwei Hähne, einer auf dem Misthaufen und einer auf dem Dach. Hochmütig alle beide. Aber wer richtete am meisten aus? Sag uns deine Meinung, wir behalten trotzdem unsere eigene. Der Hühnerhof war durch einen Bretterzaun von einem anderen Hof getrennt, in dem ein Misthaufen lag, und auf diesem Misthaufen wuchs eine große Gurke, die sich bewusst war, ein Mistbeet gewesen zu sein. Dazu wird man geboren, sagte es in ihrem Inneren. Nicht alle können als Gurken geboren werden. Es muss auch andere lebende Arten geben. Die Hühner, die Enten und der ganze Viehbestand des Nachbarhofes sind auch Geschöpfe. Zu dem Hofhahn auf dem Bretterzaun sehe ich nun empor. Er ist wahrlich von anderer Bedeutung als der Wetterhahn, der so hoch oben angebracht ist und nicht einmal knarren kann, geschweige denn krähen. Er hat weder Hühner noch Küchlein. Er denkt nur an sich selbst und schwitzt Grünspan. Nein, der Hofhahn, das ist ein Hahn. Ihn Schritte machen sehen, das ist Tanz. Ihn Krähen hören, das ist Musik. Wo er hinkommt, kriegt man zu hören, was ein Trompeter ist. Wenn er hierher käme, wenn er mich mit Blatt und Stiel auffräse, wenn ich in seinem Körper aufginge, es wäre ein seliger Tod, sagte die Gurke. In der Nacht gab es ein schreckliches Unwetter. Hühner, Küken und auch der Hahn suchten Schutz. Der Bretterzaun zwischen den beiden Höfen wurde umgeweht, so dass es ein lautes Gepolter gab. Die Dachsteine fielen herab, aber der Wetterhahn saß fest. Er drehte sich nicht einmal. Er konnte es nicht, und doch war er jung, frisch gegossen, aber besonnen und gesetzt. Er war alt geboren, glich nicht den flatternden Vögeln des Himmels, den Sperlingen und Schwalben, die verachtete er. Piepvögel von geringerer Größe und gewöhnlich. Die Tauben waren groß, blank und glänzten wie Perlmutt, sahen aus wie eine Art Wetterhahn, aber sie waren dick und dumm. All ihre Gedanken liefen darauf hinaus, etwas in den Kropf zu bekommen, sagte der Wetterhahn, langweilig im Umgang waren sie. Die Zugvögel waren auch auf Besuch gewesen. Sie hatten von fremden Ländern erzählt, von Luftkarawanen und fürchterlichen Räubergeschichten mit Raubvögeln. Das war neu und interessant beim ersten Mal. Aber später wusste der Wetterhahn, dass sie sich wiederholten, dass es immer dasselbe war und dass es langweilig. Sie waren langweilig und alles war langweilig. Es gab niemand, mit dem man Umgang pflegen konnte. Jeder war fad und blöd, so dachte der Wetterhahn. Die Welt taucht nix, sagte er. Unsinn das Ganze. Der Wetterhahn war, was man eingebildet nennt. Und das hätte ihn bestimmt für die Gurke interessant gemacht, wenn sie es gewusst hätte. Aber sie sah nur zum Hofhahn empor. Und nun war er bei ihr im Hof. Der Bretterzahn war ja umgeweht, aber Blitz und Donner waren vorüber. »Was sagt ihr zu dem Hahnengeschrei?« sagte der Hofhahn zu den Hühnern und Küken. »Es war etwas roh, die Eleganz fehlte.« Und Hühner und Küken betraten den Misthaufen, der Hahn kam mit Reiterschritten daher. »Gartengewächs«, sagte er zu der Gurke, und in diesem einen Wort vernahm sie seine ganze umfassende Bildung und vergaß, dass er in sie hackte und sie auffraß. Ein seliger Tod. Und die Hühner kamen und die Küken kamen, und wenn das eine läuft, dann läuft das andere mit, und wenn sie klucken und sie piepsen und sie sahen den Hahn an, sie waren stolz auf ihn, er war von ihrer Art. »Kikeriki«, kriegte er, »die Küken werden sofort zu großen Hühnern, wenn ich das im Hühnerhof der Welt sage.« Und Hühner und Küken kluckten und piepsten hinterdrein, und der Hahn verkündete eine große Neuigkeit.
Ein Hahn kann ein Ei legen. Und wisst ihr, was in diesem Ei liegt? Da liegt ein Basilisk. Seinen Anblick kann niemand aushalten, das wissen die Menschen. Und nun wisst ihr es auch. Wisst, was in mir wohnt. Wisst, was ich für ein Allerhühnerhofskerl bin. Und dann schlug der Hofhahn mit den Flügeln, stellte den Kamm auf und krähte wieder. Ein Schauer durchlief alle Hühner und kleinen Küken. Aber sie waren fürchterlich stolz darauf, dass einer von den ihren so ein Allerhühnerhofskerl war. Sie glucksten und piepsten, so dass der Wetterhahn es hören musste. Und der hörte es. Aber er rührte sich nicht dabei. Unsinn, das Ganze, sagte es im Inneren des Wetterhahns. Der Hofhahn legt niemals ein Ei, und ich hab keine Lust. Wollte ich, so könnte ich wohl ein Windei legen. Aber die Welt ist kein Windei wert. Unsinn, das Ganze. Jetzt habe ich nicht einmal mehr Lust zu sitzen. Und dann brach der Wetterhahn ab. Aber er schlug den Hofhahn nicht tot, obwohl es darauf abgesehen war, sagten die Hühner. Und was war die Moral? Es ist doch besser zu krähen, als eingebildet zu sein und danach einfach abzubrechen. So schaut's aus.